Hallo, heute nehme ich euch mal mit zu meinem Springturnier. Auf geht's! Das hier ist Sugar, mein Traumpferd. Er ist sehr brav und mag auch Kinder natürlich. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind Gamaschen, also für die Fahrt, und natürlich noch ein Halfter. Und schon geht es los, ich freue mich! Wir sind angekommen und zu Hause habe ich natürlich auch noch gepflegt. Das habe ich aber nicht mitgefilmt. Ich will ja nicht, dass es lange wird. Aber ich würde nur sagen, ich putze noch kurz grob drüber und... Also ich putze jetzt nochmal. Und dann ziehe ich mich an und wir sehen uns gleich wieder. So, nochmal, ich habe mich jetzt angezogen und habe jetzt Sugar auch aufgesattelt. Und dann steigen wir gleich auf. Und dann gehen wir erstmal in die Dressurhalle uns aufwärmen. Okay, wir reiten jetzt erstmal Schritt, so eine Viertelstunde, so eine gute. Und dann traben wir auch schon mal an. Okay, jetzt geht's in die große Halle. Oh, da reitet schon jemand. Okay. Oh, aufgeregt. Okay. Ah, das ist gut. Okay. Ich berichte mal meinen Ritt. Also ich bin jetzt erstmal kurz angaloppiert, aber ich hätte eigentlich nur dran sein. Und dann ging es halt aufs Kreuz zu. Es war, glaube ich, ein A2-Sterne-Springen oder sogar L. Ich glaube, A2-Sterne war es. Mussten halt aus dem Trab so den Sprung, ja, halt meistern. Das hat er nicht leider so gut mitgenommen. Da war, also sie haben halt erlaubt, wegen ersten Sprung halt so, dass es dann kein Fehlerpunkt ist. Beim nächsten war es dann schon besser. Hier war so eine kleine Kurve und dann ging es halt über den hier so. Dann musste man ein bisschen höheren Tempo so gesagt machen. Und ja, dann ging es über einen etwas höheren Sprung, wo ich mich leider verritten hatte. Und dann habe ich leider echt gar nichts mehr gemusst. Und habe leider aufgegeben, weil ich habe den Parcours nicht mehr verstanden. Und das war halt unsere Chance, aber ja, gut. Ein bisschen später hatte ich dann nochmal eine Prüfung. Diesmal war es, glaube ich, ein M-Spring. Und dann bin ich halt auch ganz lässig wieder reingeritten, habe gehofft, so, ja, hoffentlich wird es besser. Und ja, dann bin ich natürlich hier stehen geblieben und habe gegrüßt. Ich war dann, bin noch ein bisschen kurz geritten und bin dann halt zum ersten Sprung, so gesagt, angeritten. Das war ja der Grüne. Und ja, seht selbst, es war mega gut. Dann ging es so, also da musste man auch ein bisschen zulegen mal kurz. Dann ging es so über den kleinen Orangenen nochmal. Also nicht nochmal, aber halt nochmal über einen kleineren. Da bin ich aber doch nochmal in etwas langsamerem Tempo. Die ist irgendwie falsch reingeritten. Und ja, dann bin ich nochmal kurz ein bisschen schneller galoppiert. Und ich musste das auch machen, weil hier dann auch jetzt der Sprung käme, den ich leider nicht so gut getroffen hatte. Dafür war aber hier nochmal dann ein Sprung, der auch ganz gut war eigentlich. Dann ging es über die höheren Sprünge schon zu. Also der war halt nicht so leicht für uns. Er hat trotzdem... Also Sugar, es ist ein R, hat es trotzdem richtig gut gemeistert. Dann ging es hier so eine kleine, wie sage ich, Wendung hier über den hier.
Und dann muss man hier irgendwie vorbeikommen. Und da bin ich halt echt wirklich schon ein bisschen kurz schneller geritten, weil ich wollte auch gut in der Zeit sein. Und der hat eins der höchsten Sprünge richtig gut genommen. Dann kam mir nochmal eine Kombi so, die auch richtig gut war. Dann als Abschluss, also war hier noch der orangene Sprung. Und ja, dann wäre die Prüfung fertig. Ich bin kurz noch ein bisschen getrabt halt. Und ja, bin ich auch ein bisschen kurz schneller, also kurz ein bisschen, ja, galoppiert, um auch noch rechtzeitig rauszukommen. Und das war mein erstes M-Springen und mit Schokotanzer insgesamt. Und ja. Am Ende des Tages wurden wir erste Reserve, also 9. Es wurden leider bis zum 8. platziert. Ich fand trotzdem, dass Sugar richtig gut gelaufen ist, da dass die allererste Runde nicht so gut lief. Dann bin ich nochmal kurz hier an unseren Stützpunkt, sage ich jetzt mal, hier so hingegangen. Haben wir natürlich wieder abgesattelt und alles so. Also bin abgestiegen, haben wir abgesattelt, nochmal ein bisschen geputzt. Und war dann nochmal zu Hause, hat natürlich gekuschelt und war zufrieden mit unserer Leistung.